Willkommen zurück bei Far Cry New Dawn. Wenn ich mich so umsehe, weiß ich so. Nicht mehr, warum oh, mein Gott. Okay. So. Wir machen weiter in Hope County und müssen noch ein paar Aufgaben erledigen, ne? Erstmal hier, guck mal, wie der hier ist, ne? Wir haben ja hier den guten Egal, was es ist, Nick gerettet. Bin ich dein Mann. Sag einfach Bescheid. Okay, wir wollten uns jetzt zuallererst hier mal die Nebenaufgabe angucken. Ne? Zum ersten Mal haben wir hier eine Nebenaufgabe. Ich hab Hallo. Dich gebetet, aber bitte schick Hilfe. Und wenn du mich nicht hörst, leck mich von vorn am Arsch. Ich bin in so einer richtigen Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Situation. Die gute Nachricht, ich habe Gina gefunden. Blays leibliche Mutter, Herks große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht denen. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt. Weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herk schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß, wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Ich hoffe, Kim ist stolz auf das, was sie hier organisiert hat. Die Mutter aller Probleme. Das hört sich aber sehr böse an. Wenn du ein paar Gesichter im Indiana Jones-Style schmelzen willst, sag Bescheid. Ina. Okay, wo genau ist das? Oh. Ja, okay, es ist genau diese Rennstrecke, von der ich schon gesprochen hatte. Okay, jetzt war schon hier die Rede von einem Scharfschützengewehr. Wir haben ja ein Scharfschützengewehr. Das sollte ja eigentlich reichen, oder? Dann können wir mal schnell reisen. Wir sind jetzt der Meister der Schnellreise sozusagen. Wieder hier ein Foto übersehen, das ist so krass, ne? Sind die denn so sag mal schnell. Sind die so gut versteckt in Anführungszeichen oder bin ich einfach nur so blind? Ja, ich kenne die Antwort schon. Ihr müsst es gar nicht sagen. Ach ja, ach ja. Heute ist mitten in der Woche. Und ich habe auch kurz überlegt, also heute ist Donnerstag, ich habe auch kurz überlegt, nicht aufzunehmen, sondern mir lieber so ein bisschen Ruhe zu gönnen. Aber dann ist mir aufgefallen, das Aufnehmen ist für mich Ruhe. Ja. Du hast uns in Prosperity zusammengehalten. Danke. Bitte, bitte. Ich habe doch nur getan, was ich tun konnte und was ich auch tun musste. So emotional gesehen. Okay. Das Erinnerungsfoto. Hallo Timber. Timber, Timber, Timber. Ich dachte, dass es hier noch etwas Nahrung gibt. Und es gab wirklich ein bisschen. Offenbar wurden auch die Ratten dezimiert, also hatte ich eine echte Chance auf etwas zu essen. Ich habe auch ein paar andere gefunden, die auf der Suche nach Nahrung waren. Kleine Kinder. Ich wollte mir mein Essen nehmen und abbauen, aber dann dachte ich an, ach, so dumm, an Virgil. Ganz ohne Grund und ich beschloss dort zu bleiben und mein Essen zu teilen. Sie sind nicht geblieben, haben mir nicht vertraut und verdammt nochmal, das verstehe ich. Ich denke gern, dass sie noch irgendwo da draußen sind und leben, dank meiner Hilfe. War das das Startgebiet? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist natürlich wieder übel. 4 von 9. Damit haben wir fast die Hälfte. Beziehungsweise noch eins, wir haben mehr als die Hälfte sogar schon. Was für ein Auto holen wir uns denn, hm? Der gute Veloki-Traktor. Auf jeden Fall mit so einer Menschenschreddermaschine vorne dran. Ne, wir nehmen uns mal unsere Blaupause. Sieht gesund aus. Ich denke mal, es ist vor allen Dingen jetzt in unserem Bereich noch das Beste, was wir haben können. Ah.
Den Ball ist aber auch süß, oder? Aber auch alles hier sehr ungünstig gerade. Wirklich? In your ernst, oder? Nein! Das ist echt ein Scherz, oder? Okay, ist nicht ganz so schlimm, ich meine, vor uns ist unser Zielort, aber... Das ist so typisch ich, ne? Das passiert doch nur mir. Gut, dann eben ohne Auto. Begib dich zum Scharfschützennest. Wie soll ich das denn jetzt bitte machen? Oh je. Ich weiß nicht ganz, was ich machen soll, irgendwie.
Ja, ich finde das ganz geil, dass das mit dem Molotow-Cocktail zumindest klappt. Davon haben wir jetzt keine mehr, oder was? War es das? Ich glaube. Oh mein Gott. Hey. Ich hatte alles unter Kontrolle. Das wäre nicht nötig gewesen. Pass auf. Ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse. Ich wollte nur ein paar Fressen meinen Siegerstempel aufdrücken. Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten. Hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Schwarzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst. Ach, es ist jetzt eine neue Begleiterin, oder was? Die Mutter aller Probleme abgeschlossen. Na, auf die habe ich gewartet als Begleiterin. Ich switche mal direkt weg und nehme uns direkt unseren guten Timber wieder, weißt du das? Timber! Komm her, mein Guter. Timber, Timber, Timber. Oh, Moment. Boah, da muss ich mal eben niesen. Gut, unser Auto steht immer noch. Genauso wie wir es stehen gelassen haben. Das ist ja top. Wirklich top. Okay. Und damit haben wir die Aufgabe geschafft und können uns eigentlich aufmachen, um hier die Sachen zu entdecken, die ich außer Acht gelassen habe, weil ich mich ja sehr stark auf unsere Zielsetzung konzentriert habe, auf unsere Anforderungen, um genau diese Waffe hier zu bekommen, die letztlich nicht ganz so schön ist, wie ich gekauft hatte. Haben wir doch gerade ausgewählt, oder nicht? Hallo Timber! 800 Meter ist ganz schön weit, oder? Dann können wir auch nach hier gehen und das Foto mitnehmen und dann über den Fluss schwimmen und dann sind wir schon da. Ja, die Schnellreise zu jedem Ort ist auf jeden Fall eine Errungenschaft, die man sich sehr früh gönnen sollte, denn das kann einem sehr viel hin und her reisen und laufen ersparen. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Da war Wasser. Da war Wasser. Nee, nicht nochmal. Nee, nicht nochmal. Ich habe kurz überlegt, es nochmal zu machen, aber... ganz ehrlich, das lohnt sich nicht. So, da ist noch eine Fotostelle. Wie konnte ich die bitte übersehen? Das ist immer das Gleiche. Ich hatte darüber nachgedacht, wegzugehen. Das Gefängnis hatte uns vor den Bomben geschützt, aber es bot keine Lebensgrundlage. Ich dachte, ich folge den Bahngleisen nach Osten und sehe dann, was ich finde. Weiter als hier kam ich nicht. Ich sah mich um, und alles, was ich erblickte, war Ödland. Leere. Aber gerade als ich weitergehen wollte, meldete sich meine Fantasie zu Wort. Ich hatte die verrückte Idee, dass das Leben vielleicht hierher zurückkehren konnte. Das Hope County, dass ich, wenn ich bleibe und den Ort mit nicht aufgebe, vielleicht etwas werden könnte, wo ich leben kann. Das ist wahrscheinlich dumm, aber hey, ich bin immer noch hier.
Ach so, hier. Ja, hat sich schon alles ein bisschen verändert. Nicht gerade zum Schönen. Binde alle fotografierten Orte in Hope County 5 von 9. Hier. Als wird hier irgendjemand hinkommen von denen. Von den Highwaymen. Ach, Timber schwimmt gerne. Ist das süß. Ich frage mich aber, wo wir diese Komponenten herbekommen, die wir jetzt für die Waffen brauchen. Hey, wir haben eine Angel. Okay. Boah, Timber. Also wirklich. Okay, Timber kann nicht mitfahren, das weiß ich, aber der kann mitlaufen. Auf geht's. Oh mein Gott. Tschüss. Bimba, du bist ein ganz guter Junge. War eine Schlange, oder? Gerät gerade außer alles ein bisschen außer Kontrolle hier, kann das sein? Panzer Dave! Panzertape! Fehlt noch einmal Panzertape? Panzertape! Ich hab dich bei Prosperity für uns kämpfen sehen. Du hast echt ernsthaft was drauf. Sie ist da drüben! Ich hab nur echt was drauf, sondern ich hab echt ernsthaft was drauf. Die Waffe ist ein bisschen übertrieben stark, kann das sein?
Aber Hauptsache, wir finden keine Munition dafür, ne? Das ist ja auch geil. Ja, Tim hat gerade hier irgendwo da vorne Klebeband markiert. Gartenspitze haben wir damit auch geschafft. Das freut mich. Dann haben wir da Panzertape. Okay, diese halben Bäume, da können wir also auch nicht umfahren. Dann müssen wir da schön drumrum kurven. Oh je. Letzten drei Kugeln, Kollege. Moment mal, habe ich die falsche Munition ausgerüstet? OMG. Hast du die ganze Zeit die Special Munition ausgerüstet? Ich habe nämlich volle Munition hierfür, das kann nicht wahr sein. Und ich wundere mich die ganze Zeit. Oh, okay. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Highwayman gar nicht mal leiden kann? Ah, scheint, als hätten wir einen Haufen Loser abgemurkst. Such trotzdem nach alles, Nützlichem hier. Ich schätze, dass diese Leute irgendwo ein Spezialversteck hatten. So viele Leute können unmöglich nur so wenig Zeug gehabt haben. Nee, ich mag die Highwaymen ja nicht. Wer? Ach du Kacke! Roter Bär. Verdammt! Ich brauche Hilfe! Okay. Bär ist jetzt toter Bär. Das war das hier dann schon. Dann gehen wir jetzt über die Spitze nach da und dann nach links. Ist ein bisschen umständlich, aber anders geht's gerade nicht. Brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Kann man denn hier nicht dieses Hochklettern machen? Ich wollte schon fast sagen. Brumm, 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 brumm. Ich laufe. Immer keiner noch leicht
paranoid machen, oder? Mit seinem ständigen Markieren hier. Timber, du bist ein böser Hund. Ja, wir nutzen mal die Situation, dass gerade dieser arme, hoffnungslose Mensch überfallen wird von der Katze, um zu fliehen. So heldenhaft sind wir. Und versuchen mal möglichst schnell hier unseren Punkt zu erreichen. Das sieht nach Highwayman aus. Wer hätte es gedacht? Was ist hier für eine Schrottansammlung? Meine Freunde der Sonne, sowas macht man nicht. Mehr hat Timber jetzt gerade leider nicht markiert. Notiz von New Eden an die anderen Auserwählten. Die neue Generation unterschätzt die Gefahr vor der sündigen Objekte. Erinnert sie täglich daran, dass der Stolz der Menschheit auf ihrer Schöpfung der Grund für den Kollaps war. Gott hat den Planeten gesäubert, um uns eine zweite Chance zu geben. In seiner Liebe hat er es uns schwer gemacht, damit wir nicht wie zuvor im Luxus schwelgen. Wir dürfen diesen ständigen Weg nie wieder einschlagen. Wir beseitigen die Versuchungen, indem wir alle Sündigen verbrennen. Erinnert die Jugend daran, dass selbst der Judge den Regeln des Feuers folgt. Welcher Beweis brauchen sie da noch dafür, dass Joseph im Recht war? Das ist euer Befehl von Ethan persönlich. Aha. Ich finde seine Sonnenbrille einfach nur total drollig. Kommt das noch oder ist das das bekannte Gebiet? Das kommt noch alles, okay. Was war hier bitte vorher? Irgendeine Art von Gebetsstätte oder so? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ist alles sehr creepy, aber ohne Aufgabe gehen wir da mal nicht rein, oder? Der wird bestimmt noch eine Quest entführen. Okay. Die Flamme von Eden. Ah, wie gesagt, wenn man jetzt Far Cry 5 vorher gespielt hätte, würde man es wahrscheinlich alles ein bisschen mehr einordnen können. Aber für mich ist das jetzt einfach nur ein merkwürdiger Ort. Oh mein Gott.
Sag euch, ich war wieder so kurz vorm Tod, ne? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Wieder eine sehr traurige Vorstellung. Bist du denn? Truthahn, was war das? Mutierter Truthahn. Na super. Mann, ich dachte schon, das wäre mein Abgang. Hoffentlich weißt du, was du damit. Klebeband. Klebeband. Mist. Oh Gott. Jetzt aber auch gut hier, oder? Jetzt aber auch gut. Timber! Rette dich! Komm, Junge. Alles gut. Tote Leitungen bleiben tot, aber wir haben zumindest das Klebeband gerettet. So. Edens Scheiterhaufen. Das wird immer sympathischer von der Bezeichnung her. Das freut mich. Was ist das jetzt schon wieder hier? Eine Schlange. Will die jetzt dann fliegen wir dahin, oder? Leute, wir haben Wingsuit. Wir sind jetzt motiviert, weil es zweimal geklappt hat. Mehr als sterben können wir nicht, oder? Auf den Wingsuit und los geht der Flug. Expeditionen. Geh auf Expeditionen, um das Paket zu beschaffen und an seltene... Sag bloß, wir kommen so an die Waffen, an das Waffengedönse. Tatsache. Oder halt hier heute tauschen. Oh mein Gott. Ist auch mal geil, oder? Das können wir mal machen. Was ist denn hier passiert? Ich liege im Sterben. Die Maskierten haben uns überfallen, als wir unsere Ehre erweisen wollten. Nun werden ihre Seelen nie zu Gott finden. Wer auch immer das liest, ich bitte dich, bring das Ritual zu Ende. Lege die sterblichen Hüllen unserer Auserwählten, unserer Märtyrer auf ihre letzten Scheiterhaufen und segne die Körper mit heiliger Flamme. Willi? Fünf Typen.
Eine sehr abgedrehte Aufgabe ist ja das. Was ist eigentlich los mit den Tieren hier? Vier, 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 vier von fünf. Fehlt noch einer. Außer der ist da oben drauf, was ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen kann. Tatsächlich. Gefallen. Hä? Die Leiche ist weg. Die liegt hier immer noch. Ich hab die runtergeworfen, oder nicht? Gehen wir im Außen rum, was ist hier schon wieder los, Leute? Ich möchte hier gerade in Ruhe diesen Leuten ihre letzte Ehre geben und ihr macht so einen Quatsch hier. Also. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie es sollte, aber hey, die Tür ist aufgegangen, die geheime Pforte. Ich frag nicht. Oh weh, oh weh. Notiz von Yuiden. Schwester Vren, mein Herz wird von Sorgen geplagt. Ich wünschte, unsere Auserwählten, die uns diese Objekte zur Vernichtung gegeben haben, würden noch leben. Ihre Hände sollten es sein, die diese Häresien der Flamme von ihnen übergeben, nicht unsere. Ich glaube nicht, dass ich meine Trauer jemals überwinden werde, Bruder Elias. Das hat jetzt eigentlich nicht so gut funktioniert, weil die Leichen daneben liegen, aber gut. Im Shop-Menü. Wir haben 405. 600. 250. 400.
schade. Okay, Ihnen-Scheiterhaufen ist aber doch abgeschlossen. Wir machen jetzt noch einen Ort und dann war es das aber auch schon, nämlich den da. Dann gehen wir noch einmal nach Prosperity und werden beim nächsten Mal dann mal ein paar Inselexpeditionen machen. Ich sag schon Inselexpeditionen, wisst ihr das? Ein paar Expeditionen. Inselexpeditionen sind in einem anderen Spiel, die ich aber auch ganz gerne mache. Und ich merke jetzt gerade doch, dass ich müde bin. Das ist furchtbar. Ah, ich will doch einfach nur Ruhe und Freizeit und einfach jeden Tag nur frei haben und aufnehmen. Keine Ahnung. Okay. Meter. Aua. Warum hast du das getan? Weil ich kann. Ganz einfach. Gut, hallo? Alte Projekt? War hier mal so ein New Eden Haus oder was? I can see a treasure. Genau das wollte ich. Notiz von Juiden. Ich habe einige sündige Dinge gesammelt und versteckt, damit sie verbrannt werden können. Meine Patrouille führt mich leider woanders hin. Gesegnet sei schon jetzt das Familienmitglied, welches das Richtige damit tut. Hehehe, ich nicht. Ja, es ist schon krass, oder? Wir haben jetzt echt schon viel von der Spielwelt gesehen. Das ging jetzt am Ende doch ganz flott, wenn man es so ein bisschen zielgerichtet macht. Ich meine, wir sind jetzt hier, ne? Wir müssen noch das mit Horatio machen, die Ecke. Und dann ist schon hier noch dieses nördliche Stück über. Ja. Gut, wir gehen nochmal zurück nach Prosperity. Ich habe so das Gefühl, wenn man einmal hier diesen breiten Schlauch in der Mitte, wenn man einmal diesen breiten Teil in der Mitte geschafft hat, dann ist der Rest im Norden sowieso relativ fix, weil da wahrscheinlich dann nur die beiden, Nervensägen auf uns warten. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal erstmal Expeditionen, damit wir uns dann vielleicht ein paar andere Waffen noch gönnen können. Ah, hallo, hallo, hallo. Kommt mir sehr schwachsinnig vor irgendwie. Wollen nicht das, was ich brauche. Bin mal quasi. Dessen auch die Materialien kaufen, das ist ja schwachsinnig. Der Bogen ist so geil. Was will ich denn wirklich jetzt haben? Ich möchte gerne haben den Recurve-Bogen auf jeden Fall, den Blood Dragon-Bogen. Sowas hier, so ein Scharfschützengewehr. Ich hätte eigentlich das hier ganz gerne. Das tödliche Flickwerk in Hope County und es liegt traumhaft in der Hand. Sei sehr vorsichtig, falls du diesen Schraubendreher nochmal benutzen willst.
Na gut, ich denke mal, dass wir das dann bei Expeditionen schnell zusammenbekommen. Gut, meine Freunde, beim nächsten Mal machen wir weiter und werden dann Expeditionen starten. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Far Cry New Dawn. Wir speichern und bis zum nächsten Mal. Ciao.